hatten Siedler 2 auch eine Mission, die so war. Nur, das war noch krasser, weil erstmal sind die Katapulte damals besser gewesen. Und ich weiß auch nicht. Es war auch so, dass die dich nicht angegriffen haben, solange du nicht ganz normal angegriffen hast. Weil Katapulte waren Okay. kein. Also, hier ist man direkt im Krieg miteinander in diesen Missionen. Bei dem alten waren war es nicht so. Wenn du nicht angegriffen hast, haben die auch nicht Stimmt. angegriffen. Und Katapulte war kein Angriff. Das heißt, da konntest du schon viel mitmachen. Ey, da ist ein Stein auf mein Haus gelandet. Och, das kommt bestimmt nicht von mir. Da steht nur so ein Katapult rum. Aber das tut doch nichts. Ja, ich meine, wenn du. Ich meine, du konntest ja auch zum Beispiel freies Spiel machen. Und was weiß ich ja auch, mit zwei Spielern, die dann. Oder Spieler gegen Computer machen. Und wenn du Katapulte neben deinen Verbündeten gestellt hast, hat der auch deinen Verbündeten angegriffen. Okay. Gut. Also, wenn du es geil findest, halt Leute abzufacken, kann man sowas dann auch machen. Ja. Okay, ist ja alles. Hier scheint alles voller Gold zu sein. Ich sehe nicht alles, aber das meiste und gehe davon aus, dass der Rest auch Gold ist. Das falsche Bergwerk. Das muss ein Goldbergwerk sein. Na, hier wechselt's. Genau hier zwischen. Da müsste ich nochmal einmal hin. Okay, dann muss ich hier irgendwo ins Prägerei bauen. Könnte hier oben bauen. Brauche ich hier mal Goldbergwerk, Kohlebergwerk. Und schließe hier ein Goldbergwerk an. Dann mache ich hier eine Münzprägerei. Viele Bretter habe ich denn noch? Fünf. Ja, ne? Das kriegst du hin. Müsste vielleicht nochmal irgendwann. Ich habe jetzt auch 40 Baumstämme oder so. Hier mache ich dann mal einen Förster noch. Ach, wenn das ein ziemlich dummer Platz ist, direkt neben dem Bauernhof. Ah, die Förster sind ja nicht so rasant hier in diesem Teil. Ich muss den mal irgendwann dann nochmal woanders hinstellen, wenn die Steine hier weg sind. Kohle gefunden. Okay. Hier fängt also Kohle an. Gut. Du kannst schon wieder weg. Baue ich hier einen Kohleberg weg hin. So. Ich hoffe, diese Wachstube wird nicht angegriffen. Über den Berg oder so. Taus Kohleberg weg. Dieser Wachstube sind Leute wieder rausgegangen. Interessant. Ach nee, das war ja da hinten. Okay.
Schmiede könnte ich theoretisch abreißen, um Holz wieder zu kriegen. Aber ich weiß noch nicht, ob ich die vielleicht irgendwann nochmal brauche. Ich habe auch erst eine Eisenschmelze und so bauen. Ich habe keine Bretter mehr. Ja, das Sägewerk hier unten. Sägebergwerk, genau. Sägewerk ist bald fertig hier unten. So. Sägebergwerk. Sägebergwerk, ja. Nee, macht keinen Sinn. Gebiet verloren. Ja, ne, das ist nicht so schlimm. Okay. Der braucht nur noch Steine. Brauerei ist fertig. Ah, okay. Hier ist überall Berg drum scheinbar. Sei denn, hier geht's noch weiter nach unten, aber kann ich mir nicht vorstellen. Wo ist überall Berg rum? Wenn ich hier nach unten will. Das sieht zumindest momentan so danach aus. Ja, also musst du einmal komplett durch das Gebiet des Gegners. Ja, hier glaube ich, ja. Bin ich mir relativ sicher. Hack erstmal den Baum da um und dann gucke ich, ob ich hier nochmal irgendwas anderes bauen will. Ah, kann ich noch eine Festung bauen? Ja, das muss sein. Das war sehr teuer, aber muss sein. Nichts ist wichtiger als eine gute Verteidigungsfront. Du hast das sicher jetzt auch schon gelernt. Das stimmt, ja. Es wird zwar ein bisschen dauern, das zu bauen, weil ich einfach nicht genug Bretter habe. Aber die Festung ist bald fertig. Das reicht schon mal. Ist ja auch das Einzige, was ich jetzt baue eigentlich. Ja gut, die Münzprägerei ist noch nicht fertig. Naja, du brauchst erstmal noch ein bisschen. Goldbergwerk ist fertig, Sägewerk ist fertig, Eisen gefunden. Da oben ist auch nichts, aber hier sind ziemlich viele Bäume. Naja, immerhin. Als nichts. Bitte? Besser als nichts. Ja, da kann ich Holzproduktion machen oder so. Na, ich hatte nirgendwo anders Platz dafür. So richtig. Mach ich noch eine dritte. Ist ganz gut. Dann sollte ich vielleicht auch mal irgendwo ein Lagerhaus bauen. Hier vorne vielleicht. Aber noch habe ich keine Staus. Aber eigentlich sollte man sowas machen, bevor man Staus kriegt. Zwölf Brote. Ich jetzt. Was? Fuck it. Ich mach hier mal Kohlebergwerk. Alles gleich hoch. Außer Granit. Ja, ist okay.
schon einer drin. Nee, ich muss dieses Forsthaus abreißen und woanders hinsetzen. Es ist mir zu nah an dem Bauernhof. Ah, jetzt hat er einen Baum schon mal gesetzt. Ah, wenn das Forsthaus fertig ist, preise ich das ab. Boah, hier ist überall Platz für Bäume. Setz den doch einfach direkt neben dich. Hier hin, zum Beispiel. Und nicht da hinten. Und nicht da unten. Gut, da unten ist nicht so schlimm, aber trotzdem. Sei doch mal logisch. Überdenk doch mal rational deine Entscheidungen. Genau. Meine Güte, was geht denn hier steil? Also hier... Hier kommt ein Holzfäller hin, so. Mehr kann ich hier nicht bauen. Gut, ich kann da hinten noch Wachstube bauen. Ah, aber das lasse ich erstmal, das verbinde ich nicht. Festung ist fertig, ja, da kommen auch schon 9 Soldaten angetrabt. Angetrabt. Oh, da ist ein Baum. Wunderschön. Nochmal erkunden. Gebiet verloren. Gebiet verloren. Okay. Ja, danke, du dümmer Forster, Förster. Hat der einen Baum direkt hier auf... direkt neben den Bauernhof gesetzt. Ich hasse dich. Reiß dich jetzt ab. Pisser. So, Moment. Werde ich hier schon angegriffen? Yep, da kommen sie. Okay. Das sind alles nur Gefreite.